Herzlich willkommen zu unserem MindView-Tutorial Anpassen der Mindmap. In diesem Tutorial lernen Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Mindmap in Hinsicht auf das Design und das Format anpassen. Dazu beschreibe ich Ihnen zwei Reiter in MindView. Zum einen hier den Design-Reiter, zum anderen dann den Formatieren-Reiter. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist der, dass sämtliche Anpassungen, die hier im Designreiter passieren, sich auf die gesamte Mindmap auswirken. Während Anpassungen, die hier im Formatreiter geschehen, sich nur auf die markierten Zweige auswirken. Um nun MindView anzupassen, habe ich hier im Designreiter die Möglichkeit, verschiedene Layouts und Stile zu verwenden, als auch dann eigene Stile zu erzeugen. Wenn Sie hier in den Designreiter klicken, finden Sie auf der linken Seite eine Auswahl von 5 verschiedenen Layouts, die jetzt hier die Mindmap, ein Organigramm, den Projektstrukturplan, als auch dann eine linkszentrierte oder eine rechtszentrierte Ansicht bieten. Je nachdem, in welcher Ansicht Sie am besten arbeiten, bekommen Sie die Möglichkeit, diese auszuwählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, MindView mit verschiedenen Stilen farblich und gestalterisch ansprechend anzupassen. Dazu wählen Sie einfach im Fenster daneben den entsprechenden Stil. MindView liefert hier zum einen eine Reihe von verschiedenen vorgefertigten Stilen, die Sie hier verwenden können, um Ihre Mindmap genauso hübsch oder auch hässlich zu machen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eigene Stile auszuwählen und natürlich dann zu speichern. Diese Stile können Sie hier formatieren, indem Sie das Farbschema zum Beispiel verändern durch die Auswahl, die entsprechenden Ursprungsformen verändern. Dabei können Sie hier auf eine Auswahl verschiedener zurückgreifen, die Zweigformen definieren und somit Ihre Mindmap genauso anpassen, wie Ihnen das gefällt. Sofern Ihnen der Stil dann gefällt, haben Sie die Möglichkeit, diesen Stil zu speichern und sich in dieser Liste abzulegen. Wenn Sie mit Ihren Änderungen nicht zufrieden sein sollten, können Sie immer hier über Stil zurücksetzen, in den ursprünglichen Stil zurückgehen. Weiters lassen sich hier auch noch Textfarbe, Seitenfarbe und der Hintergrund anpassen. In unserem Fall zeige ich das ganz kurz hier einfach über Auswählen des entsprechenden Zweiges, der Textfarbe, habe die Möglichkeit, die Seitenfarbe zu verändern, also sprich den Hintergrund, aber dann auch ein Seitenmuster mit einzubringen. Somit visualisieren Sie die Mindmap und Ihr Themengebiet, das Sie gerade mit MindView arbeiten, immer in der für Sie am schönstmöglichen Ansicht und Formatierung. Weiters möchte ich in diesem Tutorial ganz kurz den Formatreiter beschreiben. Wie gesagt, beziehen sich hier sämtliche Änderungen nicht auf die gesamte Mindmap, sondern auf die jeweilige Auswahl. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Zweige anzuwählen und dann hier im Formatreiter dementsprechend anzupassen. Sie können hier also verschiedene Farbschemata nur für den Zweig oder die Auswahl verwenden, die Zweigformen auch hier wieder anpassen oder dann eben Füllfarbe, Rahmen und Linien definieren. Dabei bietet sie auch die Verwendung einer Umrandung an. Wenn Sie verschiedene Teilbereiche Ihrer Mindmap hervorheben möchten, wählen Sie einfach den entsprechenden Mutterzweig an, klicken hier auf die Umrandung und haben somit diesen Teilbereich inklusive den Unterzweigen hervorgehoben.
Wobei Sie natürlich die Möglichkeit haben, dann weiters auch noch Füllfarbe, Rahmen, in hinsichtlich auf Farbe, Breite und Typ zu definieren. Somit also dann wirklich toll die Möglichkeit, diese Formatierung selbst herzustellen und zu übernehmen. Wenn mir das Ganze aber nicht gefällt, habe ich natürlich immer die Möglichkeit, mit Klick auf den entsprechenden Formatreiter und das Stil zurücksetzen Fenster hier wieder rauszunehmen. Weiters haben Sie die Möglichkeit, im Formatreiter den Zweigen und Unterzweigen Ihrer Mindmap verschiedene Schriftstile, Größen und Formate zuzuweisen. Dabei wählen Sie einfach die entsprechenden Zweige an, wählen dann im Formatreiter die von Ihnen gewünschten Schriftstile, Größen, als auch dann hier vielleicht noch die Formatierungen und können somit Ihre Mindmap anpassen. Wenn Ihnen das Ganze nicht gefällt, setzen Sie hier alles wieder über Stil zurücksetzen in den Ursprungszustand zurück.